Martin, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Martin, was ist dein Thema? Mein Thema ist Drogen. Drogen? Drogen, ja. Richtig. Geh mal bitte etwas näher ans Telefon und versuch deutlich zu sprechen, sonst habe ich meine Schwierigkeiten. Ja. Inwiefern? Inwiefern? Meine Freundin hat heute einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich ihr gesagt habe, dass ich Drogen konsumiere. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Und wie lange konsumierst du schon Drogen? Ein Jahr. Und welche Drogen? Verschiedene, zum Rauchen, so stoffmäßig und pillenmäßig. Und wie stoffmäßig? Was für ein Stoff? Heroin oder was. Je nachdem, was ich kriegen kann oder so. Zum Rauchen? Richtig, zum Rauchen halt Dies und Gras und wenn das Geld mal erlaubt, dann mal Schore und weiß Gott halt alles. Was? Schore? Was ist das? Das ist braunes Pulver, was man auch spritzen kann, aber spritzen tue ich nicht, weil davon halte ich nicht. Das wäre also der letzte Schritt, den ich machen würde. Aber du konsumierst auch Heroin? Um das mal festzuhalten. Ja, richtig. Und das konsumierst du, indem du es rauchst? Richtig. Auch Kokain? Nein, noch nicht. Na, was heißt noch nicht? Also Heroin ist ja genauso schlimm wie Kokain. Richtig, das stimmt. Pillen, Ecstasy, sowas auch? Ja. Was denn mit Vorliebe? Welchen Stoff? Welchen Stoff als Vorliebe? Ich sage mal mehr... Nicht den Stoff zum Rauchen, nämlich mehr pillenmäßig. Nicht ein, nicht zwei, da kommen schon mehrere, 5 bis 6 oder so. Je nachdem, wie die Laune ist. Pillen, meinst du jetzt, oder was? Richtig. Wie oft nimmst du das Zeug? Wenn das Geld reicht, dann 2-mal in der Woche, 2 bis 3-mal. Hast du einen Job? Ich, ja. Was machst du? Ich bin auf der Baubranche tätig. Auf der Baubranche. Aber du nimmst das nicht während der Arbeit? Nein. Du nimmst das abends dann und am Wochenende wahrscheinlich? Richtig. Wie viel denn? Du kostet das ja auch unter Umständen eine ganze Menge Kohle. Ja, richtig. Und du wirst wahrscheinlich mit deinen 18 Jahren auch noch nicht auf dem Bau so viel Geld verdienen. Wie finanzierst du das denn? Von nebenbei arbeiten von zu Hause her und bei Freunden und unter der Hand nochmal so. Und ja. Wie viel Geld gibst du da im Monat aus? Im Monat, das sind 2.500 Mark. Das ist eine ganze Menge. Nur für Drogen 2.500 Mark im Monat? Richtig. Wie viel verdienst du regulär in deinem Job im Monat? Also regulär verdiene ich 1.800. Handelst du mit dem Zeug auch schon? Nein, kann man nicht direkt sagen. So, du bist also ein doch recht intensiver Konsument, so hört sich das zumindest an. Und jetzt hast du das deiner Freundin gestanden. Richtig. Wie hat sie darauf reagiert, als du das gesagt hast? Ja, wie hat sie reagiert? Sie war enttäuscht, sie war aufgeregt, sie war sauer, hat nur noch die Tür zugeschmissen, hat nur noch gesagt, überleg, was du für Scheiße machst, ich will, dass du einfach damit aufhörst, weil ich dich liebe und weil ich dich brauche und lass dich in Zukunft erstmal die nächsten 5 bis 8 Wochen nicht hier sehen. Wo ist sie? Ja. Wo sie ist. Wo ist sie jetzt? In Kevela. In Kevela? In Kevela. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Richtig. Dazu habe ich heute auch erfahren, bei dem Nervenzusammenbruch hatte sie auch einen Blutsturz. Also Nadine war schwanger, also meine Freundin. Und hat das Kind dadurch auch noch verloren. Sie ist im Krankenhaus, sie hat das so... wahrscheinlich ist es ihr deshalb auch so nahe gegangen. Wusstest du, dass sie schwanger war? Nein. Nein, wusstest du es nicht. Naja. Richtig.
Das habe ich. Offensichtlich ist es ja deshalb auch so nahe gegangen, ne? Dass du ihr das eröffnet hast. Was hat denn das jetzt in dir losgetreten, ausgelöst? Jetzt ihre Reaktion, das Wissen, dass dein Kind unterwegs war, dass er es verloren hat? Das Gefühl an sich ist eigentlich unbeschreiblich, weil ich werfe mir selbst die ganze Kacke vor, was ich alles gemacht habe. Und wie ist denn jetzt deine? Wann hast du das gesagt? Wie lange ist das her? Also mit meiner Freundin jetzt. Oder? Ja, der Freundin. Und wann hast du es gesagt? Das habe ich heute Abend noch gesagt, nach Feierabend. Heute Abend? Heute Abend, ja. Wir hatten ein kleineres Streitgespräch und ich wollte ein bisschen ehrlich sein. Und von wem hast du das jetzt? Von wem hast du erfahren, dass sie in der Klinik ist? Von der Mutter. Hast du mit der Mutter heute Abend noch telefoniert? Richtig. Mhm. So, nun ist das alles noch ganz frisch. Ja. Wie soll es nun weitergehen? Was denkst du dir denn? Wie planst du dich zu verhalten? Ja, wie plane ich mich zu verhalten? Ich versuche, jetzt selber von den Drogen wegzukommen. Nadine wusste schon selber her, dass ich früher mal gekifft habe und alles. Warte, was hat denn die Mutter von ihr gesagt? Die Mutter über diese Sache wusste sie oder weiß noch nicht Bescheid. Achso. Also, wie ist dein Verhältnis zu deiner Freundin? Liebst du sie wirklich? Ja. Ja, da ist ja völlig klar, was du zu tun hast. Richtig. Ja? Du wirst, das wäre mein Tipp an dich, so schnell wie möglich zu einer Drogenberatungsstelle gehen. Ja. Denen genau erzählen, was du konsumiert hast, wie oft. Die werden schon die richtigen Fragen stellen und doch um Hilfe. Und doch wirst du um Hilfe bitten. Das ist das einzige Signal, was du deiner Freundin auch geben kannst, dass ein neues Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Richtig. Möchtest du mit meinem Psychologen vielleicht nochmal reden? Ja, das ist ja angemessen. Mhm. Das Verfahren ist dir vielleicht bekannt. Du legst auf, wir rufen dich wieder an. Ja. Und die Richtung ist klar, ne? Die du jetzt gehen musst. Ja, richtig. Ganz entschieden. Und dafür wünsche ich dir viel Glück und Erfolg. Dankeschön. Mein Lieber, tschüss. Tschüss.